Wenn Sie denken, Sie hätten alles im Leben gesehen, denken Sie noch einmal darüber nach. Es gibt Dinge, die über unsere menschliche Perspektive hinausgehen und darauf warten, enthüllt zu werden. Es gibt Tiefen, die wir noch verstehen müssen, und Landschaften, die wir noch nicht gesehen haben. Manche Wunder entgehen unseren menschlichen Sinnen. Um diese wirklich bemerkenswerten Momente einzufangen, braucht man manchmal eine Drohne. Von Tieren über unerklärliche Phänomene bis hin zum Übernatürlichen begleiten sie uns, wenn wir ihnen wirklich unglaubliche Momente zeigen, die von einer Drohne eingefangen wurden. Der Geist des Friedhofs. Friedhöfe gelten seit langem als ideale Orte für paranormale Aktivitäten und ziehen unzählige Berichte über Geistersichtungen und gruselige Begegnungen an. Diese Friedhöfe, auf denen unzählige Seelen ruhen, bergen ein Geheimnis, das Liebhaber des Unbekannten anzieht. Nachts verwandeln sie sich in unheimliche Landschaften mit Mondlicht und Schatten, die eine ätherische und eindringliche Atmosphäre schaffen. Ein mutiger Drohnenbesitzer beschloss, sie nachts zu erkunden und zwischen Denkmälern und abgenutzten Grabsteinen zu suchen. Während seines Fluges erwischte er die durchscheinende Gestalt eines Geistes in der Nähe des Zauns, als wäre er aus dem Unbekannten herbeigerufen worden. Obwohl viele Nächte vergangen sind, wurden keine weiteren Begegnungen mit diesem Wesen gemeldet, so dass das Ereignis ein bleibendes Rätsel bleibt. Eine geflüsterte Geschichte unter denen, die den schmalen Grat zwischen der Welt der Lebenden und der Verstorbenen erforschen. Außerirdisches Wesen im Wald. Als ein Jäger, der durch abgelegene Wälder reiste, eine Drohne über den dichten Wald flog, nahm die Kamera unerwartet Bilder einer seltsamen Kreatur auf, die sich zwischen den Bäumen bewegte. Mit seinem schlanken Körper, den großen leuchtenden Augen und den breiten Ohren wirkte das Krypton ausgesprochen fremdartig. Das eindringliche Wesen zeigte keinerlei Aufmerksamkeit für die Drohne und bot einen genauen Blick auf ihren anormalen Körperbau. Exobiologie-Experten, die das Video analysierten, konnten über die Identität der Kreatur nur wild spekulieren. Einige gehen davon aus, dass es sich um eine unentdeckte Art unterirdischer Humanoiden handelt, die an das Leben im Wald angepasst sind, während andere glauben, dass sie außerirdischen Ursprungs sein könnte, eine Einschätzung, die durch ihre außerirdischen visuellen Merkmale gestützt wird. Es konnten keine greifbaren Beweise erbracht werden, und der wahre Ursprung von Krypton bleibt ungewiss, aber die Bilder bestärken die Vorstellung, dass unsere Wälder immer noch Geheimnisse bergen, von neuen Arten, die darauf warten, entdeckt zu werden, bis hin zu interdimensionalen Wesen, die durch unser Reich ziehen. Während Drohnen weiterhin die Schatten der Natur erforschen, entzieht sich das, was sie offenbaren, oft jeder Erklärung oder stellt unsere Annahmen über die Realität selbst in Frage. Bodhi, die Geisterstadt. In der abgelegenen Wildnis der Sierra Nevada liegen die zerstörten Überreste der einst wohlhabenden Goldgräberstadt Bodhi in Kalifornien. Diese alte, verlassene Stadt befindet sich seit über 50 Jahren in einem Zustand des Verfalls. Ein Drohnenvideo zeigt die Ruinen aus der Luft und lässt uns an die staubigen Straßen voller Glücksuchender vor mehr als einem Jahrhundert denken. Es wurde 1859 als Bergbaulager gegründet und erreichte Ende des 19. Jahrhunderts mit Kneipen, Opiumhütten und Bordellen seinen Höhepunkt. Obwohl es etwa 10.000 Goldsucher und Pioniere beherbergte, endete der Goldrausch mit der Erschöpfung der Minen. Bodhi verfiel rapide, und in den 1940er Jahren verließen die letzten Einwohner die Stadt und überließen es der Natur, sich die Stadt zurückzuerobern. Heute befindet es sich immer noch in einem Zustand des Verfalls und erinnert immer noch an seine Wildwest-Vergangenheit. Drohnenaufnahmen zeigen die methodistische Kirche, das Minenbüro und eine einsame Gefängniszelle inmitten der Verwüstung. Bodhi bietet eine eindrucksvolle Vision des kalifornischen Goldrauschs und der Vergänglichkeit von Städten, die von endlichen Ressourcen abhängig sind. Heute ist es keine bewohnte Stadt, sondern ein leeres Echo, das in all seiner verblassten Pracht erhalten geblieben ist. Geheimnisse der Dolinen. Der abrupte Abfall von der Oberfläche in unterirdische Hohlräume war lange Zeit ein geologisches Rätsel. Doch mit Spezialkameras ausgestattete Drohnen lüften den Schleier dieser rätselhaften Strukturen und senden Blicke in den Himmel, um sie sicherer untersuchen zu können. Drohnen enthüllen die Geheimnisse von Dolinen auf der ganzen Welt.
In China erkunden sie das Yaozhai Tiankeng, eines der tiefsten Dolinen, das eine üppige Oase mit Wasserfällen und Seen zeigt. In Mexiko, im Sumidero de las Golondrinas, werden in einer Tiefe von 1,193 Fuß komplizierte Stalaktitenformationen freigelegt. In Belize entdecken sie ein blaues Loch mit versteinerten Maya-Ruinen und einzigartigem Meeresleben. Darüber hinaus untersuchen sie die Ursachen der Erdfallbildung, beispielsweise den Bruch eines Salzstocks in Louisiana und den Zerfall von Kalkstein in Tampa, Florida. Drohnen bieten eine einzigartige Perspektive auf diese geologischen Wunder, wobei sogar Freizeitnutzer unglaubliche Bilder aufnehmen können. Wie zum Beispiel ein nahezu perfekt kreisförmiges Erdloch in Guatemala. Bodenbearbeitung neben einem Waldbrand. Eine Drohne flog über abgeerntete Felder und fing eine beunruhigende und erstaunliche Szene ein. In der Ferne verwüsteten Waldbrände die Landschaft, doch im Vordergrund pflügte ein einsamer Bauer trotz des wachsenden Chaos weiterhin entschlossen seine Felder. Als der Rauch den Himmel verdunkelte und die Flammen näher kamen, steuerte der Bauer seinen Traktor weiter durch die Reihen des gepflügten Landes. Diese ungewöhnliche Kombination aus ruhiger Routine inmitten der Zerstörung faszinierte Zuschauer auf der ganzen Welt und ging im Internet viral. Über das visuelle Drama hinaus symbolisierte es menschliche Beharrlichkeit und Hoffnung und zeigte, dass angesichts von Widrigkeiten keine noch so kleine Anstrengung nutzlos ist. Da die Technologie voranschreitet und Drohnen uns neue Perspektiven bieten, enthüllt die Welt immer mehr Geheimnisse, aber die Konstante ist die Fähigkeit des Menschen, sich dem Unbekannten zu stellen. Krabbeninvasion. Ende Juli 2023 ereignete sich an den südlichen Stränden von San Diego, Kalifornien, ein ungewöhnliches Phänomen. Alle Strände entlang der Küste wurden von kleinen roten pelagischen Krabben befallen. In vielen Online-Videos sieht man eine große Anzahl von Krabben, die an den Stränden eindringen. Diese Krabben sind klein, 2,5 bis 7,5 cm groß. Sie leben normalerweise in Baja California, Mexiko, ziehen aufgrund der warmen Strömungen jedoch manchmal weiter nach Norden. Wissenschaftler versuchen zu verstehen, warum es in Kalifornien so viele Krabben gibt. Sie sagen, dass dies passiert, wenn heißes Wasser fließt. Im Jahr 2022 gab es im Ozean zwischen Mexiko und Kanada viel warmes Wasser, und Wissenschaftler versuchen, dies zu verstehen, hatten jedoch keinen großen Erfolg. Ähnliche Krabbeninvasionen gab es 1997 und 2002, alle im Zusammenhang mit warmem Wasser. Obwohl es einfach erscheinen mag, sie zum Abendessen zu ernten, warnen Wissenschaftler, dass dies nicht sicher ist, da sie Giftstoffe enthalten können, die für den Menschen schädlich sind. Verfolgungsjagd am Strand. Stellen Sie sich vor, Sie entspannen friedlich am Strand und genießen das sonnige Wetter, als plötzlich, direkt vor Ihren Augen, eine echte Verfolgungsjagd der Polizei auf einen Verbrecher beginnt. Genau das passierte einem Drohnenbesitzer, der beschloss, den Vorfall aus der Luft zu fotografieren. In einem Video ist ein Mann zu sehen, der vor der Polizei ins Wasser flüchtet und versucht, einer Verhaftung zu entgehen. Zunächst scheint er erfolgreich zu sein, doch schließlich stürzt er und wird verhaftet. Dies geschah in Venice Beach, Los Angeles. Die Polizei verfolgte den Verbrecher, der einen Raubüberfall begangen hatte, seit einer halben Stunde. Sie verfolgten ihn sogar mit Autos, konnten ihn aber nicht einholen. Dann erreichte er den Strand und rannte im Wasser weiter zum Santa Monica Pier, wurde aber schließlich wegen eines Sturzes festgenommen. Am selben Strand kam es auch zu einem weiteren Vorfall, bei dem eine Gruppe betrunkener Jugendlicher andere belästigte und ihnen mit Sonnenschirmen drohte. Glücklicherweise traf die Polizei rechtzeitig ein und eine Schlägerei konnte vermieden werden. Im Rachen eines Wals. In einem der Bücher des Alten Testaments wird erzählt, wie der Prophet Jona von einem Wal verschluckt wurde und 3 Tage und 3 Nächte in seinem Bauch blieb. Zwei amerikanische Frauen, Julie McSorley und Liz Cartrio, hatten in der San Luis Passage an der Pazifikküste eine hautnahe Begegnung mit einem Wal. Während sie am frühen Morgen die Buckelwale beim Fressen genau beobachteten, kamen sie einem Fischschwarm zu nahe, der einen Wal zu ihrem Kajak lockte.
In einem von einer Drohne aufgenommenen Video ist zu sehen, wie der Wal aus dem Wasser auftaucht und sich dem Boot der Frau nähert. Es sah so aus, als würden sie verschlungen, aber glücklicherweise überlebten sie. Die Frauen erwähnten, dass sie versuchten, schnell wegzugehen, die Begegnung jedoch nicht vermeiden konnten. Retter halfen ihnen aus dem Wasser, sie blieben unverletzt. Diese Erfahrung lieferte ihnen sicherlich eine spannende Geschichte, die sie in der Zukunft erzählen können. Toter Fisch. Im Juni 2023 wurden Anwohner rund um Bryan Beach Zeugen einer beunruhigenden Szene und einige beschlossen, das Ereignis festzuhalten. Die gesamte Küste war mit tausenden toten Fischen übersät. Aufgrund mehrerer Faktoren, unter anderem eines schnellen Anstiegs der Wassertemperatur, gab es eine große Anzahl toter Menadenfische. Diese Fische brauchen viel Sauerstoff zum Leben, aber wenn die Wassertemperatur 21 Grad Celsius überschreitet, ist nicht genug Sauerstoff vorhanden und sie beginnen zu sterben. Trotz der heißen Sommer in Texas hat es seit langem kein so großes Fischsterben gegeben. Zu den steigenden Wassertemperaturen kam eine schwere Dürre, die das Wasser an der Küste flacher und wärmer machte. Der Mangel an Sonnenlicht verringerte auch den Sauerstoffgehalt im Wasser, was nicht nur Auswirkungen auf Menadenfische, sondern auch Rochen und andere Meerestiere hatte. Walsprung. Viele Touristen unternehmen Ausflüge auf hoher See, um Zeuge eines beeindruckenden Schauspiels zu werden, den unglaublichen Sprüngen der Buckelwale. Die Videos zeigen einen riesigen Buckelwal, der 13 Meter lang und etwa 30 Tonnen schwer ist und ins Wasser springt und fällt, was einen gewaltigen Platscher verursacht. Diese Wale sind dafür bekannt, verspielt und aktiv zu sein. Sie schlagen gerne mit ihren Flossen auf das Wasser, um Schaum zu erzeugen und vertikale Sprünge und Stürze auszuführen. Diese Anstrengung erfordert viel Energie, da sie ihren großen Körper anheben müssen, um diese Tricks auszuführen. Dies erreichen sie, indem sie tief abtauchen und dann auf Geschwindigkeiten von bis zu 30 Stundenkilometern beschleunigen. Obwohl sie im Vergleich zu anderen Walen langsamer sind, wird angenommen, dass diese Sprünge einen Zweck haben. Die am weitesten verbreitete Theorie besagt, dass sie der Kommunikation zwischen Walen dienen. Das Geräusch des Platschens breitet sich über eine gewisse Distanz aus und zeigt so anderen Walen an, dass sie in der Nähe sind. Tod der Wale. Ab 2016 tauchten im Internet immer mehr Fotos von Walen auf, die vor der Ostküste Amerikas gestrandet waren. In den letzten 7 Jahren wurden 101 tote Wale gefunden. Die hohe Sterblichkeit von Meeressäugetieren beunruhigt die NOAA, da sie ihre Population ernsthaft reduzieren könnte. Wissenschaftler haben Untersuchungen durchgeführt und herausgefunden, dass viele Wale nicht durch Windparks, sondern durch Verletzungen wie Schiffskollisionen oder das Verfangen in Netzen sterben. Die Verschmutzung der Meere, vor allem durch Kunststoffe, ist ein ernstes Problem. Schätzungen zufolge befinden sich in den Ozeanen mehr als 5 Billionen Tonnen Plastik, der Großteil befindet sich auf dem Meeresgrund. Ein großes Müllgebiet im Pazifischen Ozean ist gefährlich für Meereslebewesen, da Tiere Plastik aufnehmen, das wie Nahrung aussieht. Auch industrieller Kohlenstoff wird aufgrund der schlechten Abfallbewirtschaftung der Unternehmen ins Meer geleitet. Einige Strände sind voller Müll, obwohl es Freiwillige gibt, die versuchen, sie zu reinigen, bleibt das Problem aufgrund der mangelnden Sorgfalt der Menschen bestehen. Um dieses Problem zu lösen, ist es wichtig, den Müll an geeigneten Orten zu entsorgen, da die Zersetzung menschlicher Abfälle lange dauert. Beispielsweise benötigt Aluminium etwa 200 Jahre, Polystyrol mindestens 80 Jahre und Kunststoff mehr als 400 Jahre. Freundlicher Seelöwe. Dem Ersteller dieses Videos ist es gelungen, einen der liebenswertesten Momente dieser Zusammenstellung festzuhalten. Ernest und Viazia Godek beschlossen, einen wunderschönen Septembertag auf ihrem Fischerboot zu genießen. Ein Paar war auf ihrem Boot in Paddle Bay, als sie eine Gruppe Orcas sahen. Plötzlich traf etwas ihr Boot und sie hatten Angst. So etwas hatten sie noch nie zuvor erlebt. Die Orcas kamen näher und plötzlich sprang etwas aus dem Wasser und landete auf ihrem Boot. Sie dachten, es sei ein Orca, aber in Wirklichkeit war es ein Seelöwe, der vor den Orcas Angst hatte und Zuflucht bei Menschen suchte.
Obwohl das Paar zunächst überrascht war, machten sie sich später Sorgen, weil ihr Boot zu klein war und es nicht verkraften konnte, noch mehr Seelöwen an Bord zu springen. Mit der Zeit erkannten sie, dass sie in Sicherheit waren und dass ihre Anwesenheit auf dem Schiff den Seelöwen hätte retten können. Das Paar teilte ein paar Fische mit den Tieren und schließlich ging der Seelöwe, was zu einer ungewöhnlichen Geschichte mit Happy End führte. Das größte Erdbeben in Japan. Am 11. März 2011 erlebte Japan das stärkste Erdbeben seiner Geschichte mit einer geschätzten Stärke von 9 auf der Richterskala. Das Epizentrum des Erdbebens befand sich im Japangraben und löste einen starken Tsunami aus, der mehrere Länder an der Pazifikküste in Mitleidenschaft zog, wobei Japan am stärksten betroffen war. Am stärksten betroffen waren die Städte Minamisanriku, Rikuzen-Takata, Sende und Uemura, wo bis zu 10 Meter hohe Wellen alles zerstörten, was ihnen in den Weg kam. Die Bevölkerung hatte kaum Zeit zur Evakuierung und die Verwüstung war immens. Darüber hinaus ereignete sich nach dem Erdbeben ein schwerer nuklearer Zwischenfall im Kernkraftwerk Fukushima 1. Das automatische Sicherheitssystem wurde aufgrund des Erdbebens deaktiviert und der Tsunami überschwemmte die unterirdischen Bereiche, beschädigte die Kühlsysteme der Reaktoren und führte zur Freisetzung radioaktiver Stoffe. Trotz der Bemühungen der japanischen Behörden wird erwartet, dass es 30 bis 40 Jahre dauern wird, bis die Folgen der Katastrophe vollständig abgemildert sind. Bedauerlicherweise kamen durch das Erdbeben mehr als 19.000 Menschen ums Leben und etwa 2.500 Menschen werden immer noch vermisst. Diese Tragödie gehört zu den verheerendsten der Weltgeschichte. Schneebälle. In einem Krankenhaus in Girona, Spanien, ereignete sich eine schockierende Tragödie, bei der ein 20 Monate altes Mädchen durch den Aufprall von Schneebällen ums Leben kam. Dieses traurige Ereignis ist der erste Todesfall durch Schneefall in Europa seit 1997. Die Region Katalonien, Spanien, wurde von einem heftigen Hagelsturm überrascht, der seine Spuren in Form erheblicher Schäden an Fahrzeugen und Gebäuden hinterließ. Das Erstaunlichste war die Größe der fallenden Eisbälle, die über 10 cm betrugen, was äußerst ungewöhnlich ist. Viele Bewohner dachten zunächst, diese Kugeln kämen aus dem Weltraum und hielten sie für Fragmente von Meteoriten, was ihnen den Namen Riesenmeteorit einbrachte. Dieses Phänomen wiederholte sich zwischen 2001 und 2007 siebenmal, wobei Sevilla einer der Orte war, an denen es am häufigsten beobachtet wurde. Flammenstöße. Ein schockierendes Video, das von Drohnen aufgenommen wurde, zeigt eine atemberaubende Szene, in der Flammen explodieren und sich mit einer Wut drehen, die an einen Tornado erinnert, während sie sich über riesiges bergiges Gelände im US-Bundesstaat Kalifornien bewegen. In dem Video beschreibt ein Mann die Szene aus seinem Hubschrauber als den größten Tornado, den er je gesehen hat. Die Größe der Feuerwirbel variierte von weniger als einem Fuß bis zu mehr als 500 Fuß im Durchmesser, und die Stärke der größten Wirbel ähnelte der von kleinen Tornados. Trockener Brennstoff von Bäumen und Pflanzen trug in Kombination mit Aufwärtswinden, die durch extreme Hitze aufgrund heißer Wetterbedingungen erzeugt wurden, zur Verstärkung dieser Feuerwirbel bei. Feuerwehrleute trafen schnell vor Ort ein und schätzten, dass sich das Feuer zunächst über eine Fläche von 4 Hektar erstreckte, sich aber am Ende des Tages schnell auf 150 Hektar ausweitete. Trotz seines Ausmaßes stellte das Feuer keine Gefahr für Gebäude dar und ereignete sich in einer abgelegenen Bergregion. Als Vorsichtsmaßnahme wurde der California Highway 138 jedoch vorübergehend gesperrt. Seltsame Wolke. In den frühen Morgenstunden ereignete sich am Himmel ein ungewöhnliches Schauspiel, das Erscheinen einer Wolke namens Morning Glory, eine Seltenheit, die in den unteren Schichten der Atmosphäre vor einem Sturm selten vorkommt. Überraschenderweise können diese Wolken eine Länge von bis zu 1000 Kilometern erreichen und manchmal bis zu 8 aufeinanderfolgende Ringe bilden. Normalerweise wird diese Art von Phänomen an Orten wie Australien, den Vereinigten Staaten und Deutschland beobachtet. Obwohl derzeit geforscht wird, um zu verstehen, warum diese einzigartigen Wolken entstehen, bleiben sie immer noch weitgehend ein Rätsel. Das Auftreten dieser Wolken ist in den unteren Schichten der Atmosphäre selten und entsteht, wenn niedrige,
Horizontale Wolken durch verschiedene Luftschichten mit Schwankungen in Temperatur und Luftfeuchtigkeit ziehen. Der Kentucky Tornado zeigte Luftbilder der immensen Schäden, die die jüngsten Tornados im US-Bundesstaat Kentucky angerichtet haben. Das schlechte Wetter forderte viele Todesopfer und 14 Menschen in den Nachbarstaaten Tennessee und Missouri. Die Bilder zeigen die Trümmer zerstörter Gebäude, entwurzelte Bäume in den Straßen der Stadt Mayfield, Kentucky, sowie vom Wind zerrissene und verdrehte Metallbleche. Die Tornados zerstörten auch Stromleitungen und zerschmetterten Autos und Fensterscheiben. Obwohl der Tornado keine Gebäude bedrohte, richtete er in einem Berggebiet verheerende Schäden an und vorsorglich wurde die Interstate 138 in Kalifornien vorübergehend gesperrt. Ein seltsames Flugzeug in Kalifornien. Dieses seltsame Flugzeug wurde im Bundesstaat Kalifornien fotografiert. Es heißt TR-3B und hat die Fähigkeit, die Erde in einer halben Stunde zu umrunden, was eines der geheimsten Projekte der amerikanischen Luftfahrt darstellt. Im Jahr 1990 hörten die Bewohner von New Mexico City ein Brüllen am Himmel, und als sie aufblickten, sahen sie ein seltsames schwarzes Dreieck am Himmel. Viele dachten, es sei ein Raumschiff, aber in Wirklichkeit handelt es sich um eine erstaunliche Erdtechnologie. Dieses Flugzeug ist ein Beweis dafür, dass die Vereinigten Staaten versteckte schwarze Projekte durchführen, wie im Fall des F-116 Nighthawk-Flugzeugs, dessen Existenz die Vereinigten Staaten trotz ihrer Entdeckungsbemühungen bestritten haben. Dieses Projekt wurde 10 Jahre lang geheim gehalten, bevor es schließlich aufgedeckt und als gefährliches schwarzes Projekt eingestuft wurde. Das Feuer von San Elmo. Es handelt sich um ein atmosphärisches Phänomen, das sich als weißes und violettblaues Leuchten am Himmel manifestiert. Es entsteht, wenn lange, spitze Objekte wie Masten, Blitzableiter, Flugzeugflügel und sogar Gras und Blätter in einem starken elektrischen Feld einer elektrischen Entladung ausgesetzt sind. Das elektrische Feld um das Objekt herum ionisiert Luftmoleküle und erzeugt ein schwaches Leuchten, das im Dunkeln sichtbar ist. Dieses Phänomen macht sich am deutlichsten bei Gewittern bemerkbar, wenn zwischen Wolken und Boden ein großer Ladungsunterschied besteht. Das Phänomen der roten Kobolde. Sie werden auch als Blitzgeister bezeichnet und sind elektrische Entladungen, die in der oberen Atmosphäre über Gewittern auftreten. Sie zeichnen sich durch ihre rote Farbe aus und werden durch elektrische Entladungen in erhöhten Regionen über Stürmen verursacht. Im Gegensatz zu normalen Blitzen, die unter Wolken auftreten, treten rote Wassergeister hoch über ihnen auf und entstehen durch Kaltplasmaphänomene, die mit wärmeren Temperaturen in der Atmosphäre interagieren. Reden von Fischen. Es handelt sich um ein mysteriöses Phänomen, das jedes Jahr in der Stadt Yoro im Norden Honduras auftritt. Es besteht aus Fischen, die nach starken Stürmen vom Himmel fallen, obwohl noch niemand direkt Zeuge von Fischen geworden ist, die vom Himmel fallen. Obwohl es sich um ein jährliches Ereignis handelt, wurde dieses Phänomen durch Foto- und Videobeweise dokumentiert. Die Erklärung für den Fischregen bleibt ein Rätsel, wird aber mit einer lokalen Legende in Verbindung gebracht, in der es um eine göttliche Bitte geht, bedürftige Einwohner mit Nahrungsmitteln zu versorgen,